Ina hat gerade angerufen. Dr. Conradi hat in dem Cyankali Verunreinigung durch ein Algenvernichtungsmittel gefunden. Algenvernichtungsmittel? Algenvernichtungsmittel. Das ist ein Mittel, das man benutzt, um in stehenden Gewässern die Bildung von Algen zu verhindern. Hatte der Wolter nicht einen Teich? Ja, und einen Pool. Ja, deswegen fahrt er jetzt dahin, nehmt ein paar Wasserproben, vielleicht benutzt er ja das gleiche Mittel. Also die Goddards hatten aber auch ein Aquarium. Genau, deswegen treffe ich mich jetzt dort mit Dina. Bis später. Oh, Wahnsinn. Oh, der Schnupfen bringt mich um. Er steckt mich bloß nicht an. Was weiß ich. Ey. Besuch. Der würde ich auch nach Barcelona fahren. Kein Wunder, dass er Geld braucht. Lass uns die beiden mal stören bei ihrer Trauerfeier. Einmal ein Wunder geschehen. Wir haben uns ja schon gedacht, dass sie sich heimlich amüsieren, aber dass das so aussieht. Wusste eigentlich Ihre Frau von Ihren Vorlieben? Seit kurzem. Und wie stand sie dazu? Sie war geschockt. Sie wollte mich so nicht sehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Warum haben Sie denn überhaupt geheiratet? Das hat doch damit nichts zu tun. Ich bin ein Mann. Ich stehe auf Frauen. Vor 10 Jahren habe ich zum ersten Mal die Kleider von meiner Frau angezogen. Was mich dabei überrascht hat. Sie hielt mich für pervers. Naja, ist ja auch nicht unbedingt die Form von sexueller Überraschung, die man sich nach 20 Jahren Ehe so vorstellt, oder? Können Sie sich vorstellen, wie das ist? Wenn der Mensch, der einem am nächsten ist, einen plötzlich schneidet, sich lustig macht? Ich sollte es allen erzählen, sogar meinen Eltern. Ich fing an, mit dem Nachbarn rumzuflirten. Das war ein richtiger Mann. Ich durfte sie nicht mehr anfassen. Ich hätte nie gedacht, dass sie so bösartig und gemein sein kann. Herr Wolter, ich fürchte, Sie haben sich gerade schwer belastet. Das heißt, Ihre Frau, die wollte sich scheiden lassen, ja? Ja. Aber die Tabletten haben sie umgebracht. Nicht ich. Heißt das, der Wolter ist homosexuell? Nee, der ist nicht schwul. Der trägt halt nur gerne Frauenklamotten. Und deshalb wollte ihn seine Frau verlassen. Na, jedenfalls wissen wir jetzt, dass er keine Geliebte hat. Du hast doch selbst gesagt, dass die meisten Giftmörder Frauen sind. Oder zumindest eine stark ausgeprägte, feminine Seite haben. Ich meine, der Apotheker hat ja auch von der Täterin gesprochen. Das könnte ja auch auf Wolter passen. Gibt's noch was zu dem Wolter? Ja, wir haben die Wasserproben aus dem Teich und aus dem Pool untersuchen lassen. Also die weisen Spuren von dem Algenvernichtungsmittel auf. Was hatten die Hausdurchsuchungen bei den Gollhards noch ergeben? Den Mauser haben wir nicht gefunden. Auch sonst keine Indizien. Das Einzige, was wir haben, ist dieses Algenzeugs. Das benutzen sie fürs Aquarium. Naja, die hatten ja früher eine Apotheke. Ich meine, das passt wieder zum alten Cyankali. Was machen wir jetzt? Tja, Wolter, die Gollhards, alle verdächtig. Keine Beweise. Sollen wir die jetzt alle vorladen? Nee, wir machen was anderes. Ich ruf mal die Anwältin an, die Frau Brunner. Ja, guten Tag, Frau Brunner, hier ist Traut. Und geht die Welt nicht und ich kann niemand mal aus. Bei dem Walter ist ein bisschen mehr los. Ja, komm, hat der Frauenkleider an, ist ja genauso langweilig wie seine tote Ehefrau. Die wird ja noch gebraucht. Ja? Nee, bei uns ist alles ruhig. Der Wolter braucht seinen Cognac-Vorrat auf, seit die Brunner weg ist. Fordert mal sofort Ablösung an und kommt hierher. Hier bewegt sich was. Also die Frau hat sich in den letzten 48 Stunden unglaublich verändert. Von einer grauen, unscheinbaren Maus zu einer Frau, die Nein sagen kann. Wahrscheinlich fühlt sie sich von irgend... Sie reagiert sehr stark, wenn ihre Mutter von ihrem Vater spricht. Verstehe alle die Frauen. Ich meine, seinen Vater kann man sich nicht aussuchen, aber er wollte doch den Ehemann. Es gibt Menschen, die spielen ihr Leben lang Beziehungsmuster durch, die die Erfahrung ihrer eigenen Kindheit widerspiegeln.
Die suchen sich dann genau den Partner aus, mit dem sie all die Konflikte wieder aufleben lassen, die sie eigentlich überwinden wollten. Ach, deshalb hast du keine Freunde. Genau. Bleib zurück. Eine Million oder Menschen sterben. Ihr Plan war fast perfekt. Sie wollen ihren Mann loswerden. Sie verteilen in verschiedensten Apotheken von Leipzig vergiftete Tabletten, um den Verdacht nicht auf sich zu lenken. Und nachdem die ersten tot sind, vergiften sie ihren Mann. Es sieht so aus, als wäre es ein Anschlag auf einen Pharmakonzern oder die Tat eines Geistesgestörten. Und als man ihnen eine Entschädigungssumme bietet, da kommen sie auf den Gedanken, vielleicht ist da noch mehr rauszuholen. Tja, und diese Gier ist ihnen zum Verhängnis geworden. Totaler Quatsch. Ich habe den Brief geschrieben, weil ich mich über den Pharmakonzern geärgert habe. Na und? Erst vergiften die meinen Mann und dann wollt ihr noch nicht mal zahlen. Ich habe 6 Gläschen verteilt. In jedem sind die obersten 6 mit Cyankali versetzt. Und das kann nur der Täter wissen. Sie sind verhaftet wegen dreifachen Mordes und wegen vielfachen Mordversuchs.